Aloha Seekräuter, Aloha Wohnzimmerkapitäne, herzlich willkommen zu diesem Ausblickvideo. Wieder mal Work in Progress und wir wollen euch über neue Schiffe berichten, die World of Warships jetzt vor kurzem vorgestellt hat. Es geht um einen Zerstörer und es geht um einige Flugzeugträger, die der deutschen Marine angehören werden und dann auch erforschbar sein werden. Der Zerstörer hier wird ein Premium-Zerstörer werden. T9, ja, Z35, so ist er angekündigt, ist am Ende quasi die Schwester der Z46, nur in der Premium-Version. Jetzt müssen wir halt gucken, wie dieser Zerstörer sich dann unterscheidet. Das erste Optische, was man hier wahrnehmen kann, sind die Frontgeschütze, die sind ja sehr gut aufzunehmen, wie das hinten aussieht. Ich vermute auch, dass das einzelläufige Geschütze sein werden, 127 mm, wenn ich das im Stream richtig verstanden habe. Und ja, bei der Z46 haben wir eben vorne einen Turm mit zwei Läufen. Hier haben wir jetzt zwei Türme mit jeweils einem Lauf. Wir haben zwei Torpedowerfer, A4 Stück. Und auch die Optik sieht weitestgehend bis auf die Türme eben gleich aus zur Z46. Also ja, müssen wir mal gucken, ob das jetzt hier so eine Admiral Hipper und Prinz Eugen Verschnitt wird sozusagen, dass sich da nur leichte Unterschiede feststellen lassen. Am Ende kann man jetzt sagen, Wargaming weiß noch nicht, wie das Konzept der Z35 hier aussehen wird und auch wie die technischen Daten sein werden. Ganz genau weiß man eben jetzt auch noch nicht, hat man noch nicht verlautbart. Ja, und mehr kann man aktuell zur Z35 fast nur gar nicht sagen. Aber wenn ich das Symbol richtig deute, ja, das ist ja beides gelb. Wenn das Schiffssymbol in der Mitte nämlich weiß wäre, dann wäre es ein Spezialschiff. In dem Fall sind beide Symbole gelb, also das Dreieck sowie der Lorbeerkranz sozusagen. Könnte darauf hindeuten, dass das ein echtes Premium-Schiff wird auf T9. Naja, können wir ja mal gespannt sein. Wir hatten ja schon so verschiedene Schiffe auf T9. Und für Free XP gab es ja auch schon T9-Schiffe. Also, oder eben auch für Kohle, ne? Da hatten wir ja auch schon hier John Barr und Co. Wer weiß, vielleicht gibt es da mal ein Schiff, was demnächst in die Waffenkammer kommt, irgendwann mal. Und nun kommen wir zu den Flugzeugträgern, die World of Warships vor kurzem angekündigt hat. Es kommt tatsächlich ein Forschungsbaum mit den Flugzeugträgern Stufe 4, 6, 8 und 10. Und die wollen wir uns jetzt nacheinander so ein bisschen angucken, so wie wir über die grundlegende Charakteristik der Schiffe sprechen. Wir haben noch keine technischen Daten aktuell, aber zumindest mal schöne Bilder. Und das ist ja schon mal der erste Anfang. So fängt jede Entwicklung eines Schiffs oder der Schiffe an. Und da wollen wir jetzt mit euch drüber reden. Ja, wir haben hier die Stufe 4, die reinstehen. Basiert wohl auf einem der Projekte der Flugdeckkreuzer, die quasi die Funktion eines Flugzeugträgers und eines Handelsdörers so ein bisschen erfüllt haben. Und möglicherweise ist das hier die Ausführung Version E4. Ja, also dafür spricht jetzt die Brücke und die Anordnung der Flakgeschütze wohl. Das Einzige, was dagegen spricht, ist der vorne geschlossene Rumpf. Diese Sachen, ich weiß selber, da ich geschichtlich nicht so 100%ig bei der Marine das Ass bin. Ich habe mir hier Verstärkung geholt und zwar Chronogramm hat mir hier so ein paar Zeilen für jeden Flugzeugträger zusammengeschrieben. Ich möchte auf diesem Wege nochmal Danke für deine Arbeit sagen. Ist ganz toll gewesen. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall dafür. Ja, das ist die Stufe 4. Wir können noch gar nicht, wie gesagt, so viel sagen. Aktuell wissen wir, dass die Flugzeuge für ihre jeweilige Stufe relativ schnell sein sollen, aber relativ wenige Trefferpunkte haben sollen. Dann können wir hier mal weiter gucken auf die Stufe 6. Und die Stufe 6 ist quasi eine Art Schwester der Admiral Hipper. Und zwar die Seydlitz. Ja, die wurde ja damals als Kreuzer entwickelt und man hatte sie dann aber stillgelegt sozusagen und man wollte sie konvertieren in einen Flugzeugkreuzer oder wie auch immer man das nennen möchte. Das sollte im Sommer 42 passieren. Projekt Weser 1 ist da das Stichwort. Wurde aber nie abgeschlossen. Fiel nach dem Krieg halt den Russen in die Hände. Da wurde es dann verschrottet. Also basierend auf jeden Fall auf einem Kreuzerrumpf. Interessante Aufbauvariante hier mit diesem hohen Turm und alles. Aber man sieht hier vorne auch gleich schon mal die Fortentwicklung. Ganz früher. Ja, und das ist so ein späterer Entwurf, das sieht man relativ gut. Allgemein zu der allgemeinen Bewaffnung, ja, kann man sagen, dass die Schlachtflugzeuge wohl über die panzerbrechenden Raketen verfügen sollen, die ja vor einiger Zeit schon mal angekündigt wurden, also AP-Raketen, die dann auch Zitadellen machen können, aber eben auch Overpans auf Zerstörer und abprallen können, wenn die Ziele sich entsprechend anstellen. Ja,
Das ist also sehr, sehr interessant oder wahrscheinlich auch gar nicht explodieren, wenn man gegen zu dünne Panzerung schießt, ja, weil sie eben eine gewisse Panzerungsdicke brauchen, um zu aktivieren, ja. Ich bin echt mal gespannt, wie diese Raketen, was für ein Kaliber die haben werden, was für ein Schaden daraus kommen soll, gerade weil die Deutschen ja eine ziemlich starke AP-Granate haben, gerade vom Alpha-Damage her. Ja, da passt es eigentlich so richtig gut, dass sie da AP-Raketen raufpacken. Jetzt muss man natürlich sehen, wenn ein Flugzeug wenig Trefferpunkte hat, ja, man muss dann wahrscheinlich eher Kreuzer oder Schlachtschiffe anfliegen. Dazu braucht man relativ viele Trefferpunkte oder man macht es eben mit Geschwindigkeit wett. Das muss man dann einfach mal gucken, wie diese ganze Geschichte eben läuft. Aber diese beiden Sachen wissen wir jetzt schon mal. Und ja, die Deutschen werden sich damit eher weniger eignen, eben andere Zerstörer zu jagen, sondern höchstens, um sie eben aufzuklären. Weiter geht's. Stufe 8, August Pasewall. Das ist quasi die Graf Zeppelin B. Vielleicht wisst ihr es, dass parallel quasi oder kurz nachdem die Graf Zeppelin entwickelt wurde, eben auch noch ein zweiter Flugzeugträger auf dessen Basis entwickelt wurde. Und das sollte quasi sozusagen die Kinderkrankheiten und alle Designschwächen der Graf Zeppelin so ein bisschen ausmerzen. Und ja, ob der Name jetzt so 1:1 richtig passt und so weiter, das gab, glaube ich, keinen. Ne? Ich glaube, hieß nur Projekt B, dieses Schiff. Und ja, wurde dann quasi mit Ausbruch des Krieges, wurde das direkt wieder sozusagen eingestellt, das Ding, wurde gar nicht groß weiter forciert. Also ja, ist eine nette Sache, dass wir jetzt halt quasi nochmal eine Forschungsbaumschwester bekommen von der Graf Zeppelin. Und dann können wir schon einmal weiterschauen zum Manfred Richthofen. Das wird der Stufe 10 Flugzeugträger. Ein Riesenteil, wie ich finde, echt beeindruckend, die ganzen Geschichten. Das sieht aus wie ein großer Schlachtschiffrumpf vom großen Friedrich oder sowas in der Art, ja, basierend auf einem H-Rumpf möglicherweise oder H-Klasse. Und es gab da ja tatsächlich noch diese Entwürfe, ja. Also, ihr Chronogramm hat mir hierzu geschrieben, der einzige Flugzeugträger, der ein Riesenformat hatte und tatsächlich mal geplant war, war quasi ein Umbau eines Passagierschiffs, nämlich der Europa. Diese war 291 Meter lang und sollte tatsächlich in einen Flugzeugträger umgebaut werden. Dafür spricht jetzt aber hier nicht so das Design, sondern ich glaube, oder er glaubt, ja, ich glaube ihm das einfach mit, sozusagen, dass quasi der Ursprung dieses Europaschiff sein sollte, aber ein Designentwurf zum Großflugdeckkreuzer A4 hier herhält. Da gibt es zwar so ein paar Designunterschiede, gerade der Vorderbereich des Decks zum Beispiel war da noch mit einem Geschütz ausgerüstet, 83 mm, wären da noch dabei gewesen. Ich glaube, hier hat Wargaming noch ein bisschen Fantasie mit oben raufgepackt, wie so ein Flugzeugträger hätte aussehen können, eventuell, ich sag mal, à la Rhône oder à la Hindenburg, so ähnlich. Ja, aber ist auf jeden Fall mal ein mächtig gewaltiges Teil, dieses Ding. Ja, ich glaube, so groß ist keiner Audacious und ich glaube auch keiner Hakurio, aber so, das ist natürlich eine rein optische Sache. Muss man dann im Spiel sehen, wie die Abmessungen tatsächlich sind. Und man kann auch noch ein paar mehr Punkte da lassen, und zwar, wie die Bomber sich dann wohl verhalten werden. Also die ganz normalen Abwurfbomber, die die Graf Zeppelin auch schon hat, so in der Art zumindest, wird es auch hier geben. Da gibt es auch keine HE-Granaten, sondern eben AP-Bomben. Und sie werden so ähnlich sein wie die japanischen Bomber, aber sie werden nicht erst Höhe gewinnen, um dann herunterzustürzen, sondern aus dem direkten Reiseflug in einen Sturzflug übergehen. Ja, das, also ohne vorherigen Höhengewinn, so kann man das ausdrücken. Und ihre Abwurfzone ist Ellipsen, eine längliche Ellipse, also quasi in Flugrichtung, so verstehe ich das. Wenn man jetzt drauf zufliegt, dass sich diese Ellipse quasi über das Schiff liegt, wenn man von vorne nach hinten fliegt. Ja, das ist dann sicherlich der optimale Winkel. Und dann müssen wir mal gucken, die Graf Zeppelin, damit ist es ja durchaus schwer, mal vernünftig zuverlässig Zitadellen zu treffen. Ich bin mal gespannt, wie das dann mit den deutschen AP-Bombern eben sein wird. Darüber hinaus können wir auf jeden Fall noch dazu sagen, dass die Torpedobomber hier auch dabei sein werden und ja, auch hier sich an den japanischen und amerikanischen Pendants so ein bisschen gemessen wird oder sich daran orientiert wird, weil in der letzten
Version, also quasi in der optimalsten Version des Abwurfwinkels der Torpedos, werden diese Winkel wohl dem japanischen oder amerikanischen Prinzip entsprechen. Ja, also das haben sie jetzt noch gesagt und sie haben noch gesagt, dass die Reichweite der Torpedos 6 Kilometer betragen wird. Jetzt bin ich mal gespannt, wie schnell diese Torpedos sind. Ob Japan die einzige Nation sein wird, die so ganz schnelle Torpedos mit über 50 Knoten hat oder ob es in Zukunft vielleicht noch zumindest eine Nation gibt, die irgendwo dazwischen eine Geschwindigkeit hat. Wir sind ja jetzt so bei 35 respektive 37 Knoten mit diesen neuen Modulen, die man jetzt mit skillen kann und so weiter. Also ja, vielleicht landen wir irgendwo dazwischen. Das wäre ja mal was. Ja. Ja. Und das ist das, was man aktuell zu den Flugzeugträgern sagen kann. Ich habe jetzt mal versucht, mit der Hilfe hier aus unserem Discord bei SeaCrowds eben noch auch ein bisschen was geschichtlich dazu zu erzählen. Und ja, ich bin ehrlich gesagt, bin ich aufgeregt. Ich bin gespannt. Ich bin sowieso jemand, der das neue Prinzip der Flugzeugträger eher mag. Ja, ich hatte damals mit dem alten Prinzip von oben, mit diesem oben drauf schauen, habe ich bei T6 aufgehört, weil ich einfach keinen Bock hatte. Es war, ehrlich gesagt, war es offen gesagt, einfach für mich zu anstrengend zu spielen und es entsprach auch nicht dem Spiel für mich. Ja, es passte einfach nie in dieses Spiel einfach rein, diese Draufsicht, die Strategie und so weiter. Für mich war es immer ein Spiel, wo man mittendrin sein musste und das haben sie glücklicherweise mit diesem Game Mode verändert. Ich weiß, für viele oder für den einen oder anderen nicht alles zum Vorteil. Gut, alles zum Vorteil ist ja sowieso so gut wie ausgeschlossen. Ja, ich freue mich auf jeden Fall darauf, dass man jetzt dann irgendwann mal die deutschen Flugzeugträger erforschen kann. Ne? Eine Sache haben sie noch dazu gesagt, und zwar kennt ihr das Schlachtschiff Lenin, was aktuell im Spiel schon ist. Und das wird jetzt eine neue Version bekommen, aber ist wohl erstmal nur testweise so. Und das ist eine Vorbereitung für eine weitere Zusammenarbeit mit einem Partner. Man hat natürlich noch nicht gesagt, mit wem man da zusammenarbeiten möchte, aber das Schlachtschiff Lenin wird wahrscheinlich dann nochmal irgendwann in leicht abgewandelter Form in World of Warships einen Hafen finden. Gut, das ist eigentlich erstmal alles kurz und kompakt zusammengebastelt sozusagen, damit ihr einen kurzen Überblick habt, was sich Neues in World of Warships getan hat. Wenn wir natürlich neue technische Daten für euch haben, neue Erkenntnisse haben, dann gibt es wieder ein Video hier auf unserem SeaCrowds-Kanal. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir bitte einen Daumen nach oben da, Abo-Button drücken und die Glocke. Empfehlt uns gerne weiter zu euren Freundinnen und Freunden, die World of Warships spielen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, im nächsten Livestream hier auf dem SeaCrowds-Kanal. Haut rein, euer SeaCrowds-Team, euer SeaCrowds-Discord und Andi. Ciao, ciao.